Die Methode, um die es hier heute geht, ist die Methode mit Vorteilen bestätigen. Das Szenario bei diesen Einwandbehandlungsmethoden ist ja immer das gleiche. Der Gast sagt in etwa sowas wie zu teuer, letztes Jahr war es günstiger, kann man da noch was am Preis machen oder zu dem Preis kann ich ja 2 Wochen nach Mallorca fliegen oder so. Ja. Und klassisch ist es so, dass der Hotelmitarbeiter dann ja, zurückrudert, einen Gang zurückschaltet, rumeiert und sowas sagt wie, ja, ich kann noch mal gucken, muss noch mal Rücksprache halten, ich kann Ihnen auch die Landseite statt der Seeseite anbieten und so weiter. Ja. Das ist alles nicht so sexy und es macht auch nicht so, es ist nicht so zuträglich fürs Selbstwertgefühl, für den Stolz des Mitarbeiters und für den Berufsstolz, den wir haben. Und deshalb diese Methoden und heute insbesondere eine meiner absoluten Favorites, Lieblingsmethode, mit Vorteilen bestätigen. Also wir bestätigen, wir stehen dazu, welchen Preis wir aufrufen und gewinnen darüber den Gast. Also mal angenommen, der Gast sagt eben eine dieser gerade genannten Sprüche, dann kann man gut sagen, ja, Herr Müller oder Herr Lagemann, das hören wir dann und wann mal oder ja, das sehen wir auch immer wieder, dass wir hier im Ort oder in der Region zu den hochpreisigsten Häusern gehören und trotzdem entscheiden sich viele Gäste für unser Haus und das liegt vor allem daran, dass dann Gründe nennen, die aber sitzen müssen. Bitte nicht locker, bei uns die Service und Qualität, das sitzt nicht, das muss man begründen. Also wenn, dann muss es wirklich einen Tacken anders sein. Eine Abwandlung davon ist auch wieder gleiches Spiel, gleiches Szenario und man fängt ähnlich an. Ja, Herr Lagemann, das hören wir dann und wann mal, dass unser Haus wirklich hier an der Spitze ist, nicht nur preislich, auch qualitativ. Und wir stellen immer wieder fest, die Gäste und unsere Gäste, die kommen gar nicht wegen der Preise, sondern die kommen trotz der Preise. Und das tun sie, weil auch wieder bitte eure Gründe, die in euren Hotels relevant sind. Finde ich eine sehr kluge, charmante Vorgehensweise und eine schöne Formulierung. Ja, und wir stellen immer wieder fest, dass unsere Gäste und gerade unsere Stammgäste gar nicht wegen der Preise kommen, sondern trotz der Preise. Das hebelt das Argument so aus, was der Gast bringt. Wir nehmen ihm den Wind aus den Segeln. Ach, das finde ich traumhaft. Und ich mache das in meinem Business auch. Ich werde selten gefragt, ob man noch was am Preis machen kann. Ja, weil Kunden einfach wissen, dass ich darauf gute Reaktionsmöglichkeiten und Antworten habe. Aber wenn es dann mal vorkommt, und so steht es auch auf meiner Website, dann sage ich, dass ich im Allgemeinen nicht gebucht werde, weil ich so günstig bin. Oder weil der Preis so niedrig ist. Nein, ich werde trotz meiner hohen Preise gebucht. Eine ganz, ganz tolle Variante. Die erste Variante war, hören wir häufiger und trotzdem entscheiden sich viele Gäste für unser Haus, weil XYZ. Die zweite Variante, leicht abgewandelt, lautet, ja, hören wir häufiger und wir wissen, wir gehören hier wirklich zur Spitze in der Region, nicht nur preislich, sondern eben auch von den Möglichkeiten oder von der Qualität. Und wir stellen immer wieder fest, dass unsere Gäste und gerade unsere Stammgäste nicht wegen der Preise kommen, sondern trotz der Preise. Und das liegt vor allem daran, dass... Und das muss man auch betonen, sonst bleibt es nicht, sonst kommt es nicht richtig an, sonst bleibt es nicht hängen. Und dann findet man sich in der Diskussion wieder, das bringt nichts. Also dieser Satz, nicht wegen der Preise, trotz der Preise, Komma. Und das liegt vor allem daran, dass das muss sitzen. Die dritte Abwandlung in der gleichen Episode sozusagen wäre, und wir stellen mal wieder fest, die Gäste, die kommen gar nicht wegen der Preise, sondern wegen der Leistung. Und dazu zählt bei uns im Haus insbesondere, ja, wenn wir den Gast jetzt sogar vorher noch gefragt haben, im Reservierungsgespräch, im Dialog, was ist Ihnen wichtig, worauf legen Sie Wert, wie sieht für Sie ein toller Urlaub aus,
was braucht es, damit sie sich gut erholt fühlen. Und er sagt dann bestimmte Sachen. Gute Kulinarik, tolles Essen, weitläufiger Spa-Bereich, was auch immer. Und die Sachen matchen jetzt auf das, was euer Haus bieten kann. Ja, super. Ja, dann kann man Produkt und Argumentation mit den Wünschen des Gastes in Einklang bringen. Und dann eben sagen, ja, wir stellen immer wieder fest, die Gäste, die kommen gar nicht wegen der Preise, sondern wegen der Leistung. Und bei uns heißt das insbesondere, und Herr Lagemann, Sie haben ja auch gesagt, dass Ihnen eine gute Kulinarik und ein toller Service wichtig ist, die kommen genau deswegen zu uns. Und darüber hinaus bieten wir Ihnen noch YZ. Und von den beiden Kategorien, die wir uns gerade mal so angeguckt haben, unter dem Aspekt, was spricht Sie da mehr an? Bäm! Ja, das sitzt. Kein Rumeiern, kein Zurückrudern, kein muss Rücksprache halten und so weiter und so fort, sondern wirklich dahinter stehen. Hier nochmal zusammengefasst die drei Varianten. Erste Variante ist, hören wir häufiger, gehören zu den höherpreisigsten oder immer wieder zur Spitze in der Region und trotzdem entscheiden sich viele Gäste. Zweite Variante, ja, das hören wir dann und wann mal. Und wir stellen immer wieder fest, unsere Gäste, die kommen gar nicht wegen der Preise. Die kommen tatsächlich trotz der Preise. Und das tun sie, weil... Dritte Variante und Abwandlung ist, die kommen nicht wegen der Preise, sondern die kommen wegen der Leistung. Und zu unseren Top-Leistungen, was andere Häuser in der Form nicht bieten können, gehört insbesondere A, B und Herr Lagemann, wo Sie gesagt haben, dass Sie sich hier erholen möchten, dass Sie Wert auf eine gute Küche legen, auch noch C, also unsere gute Küche. Ball rüberspielen und zum Abschluss bringen. Viel Erfolg mit der Methode, viel Erfolg.